Jetzt bei mir Max Pucher, Teamchef von MGP Racing Team Austria. Wir haben ja, unser Motto ist, Ziel ist es, bereit zu sein. Bist du bereit für die Saison 2017? Ja, eigentlich schon. Es war zwar wieder mal ein relativ harter Start. Vor allem ist um diese Jahreszeit es meist sehr schwierig mit den ganzen Lieferanten, die für uns also die entsprechenden Teile liefern müssen. Da kämpft man immer, dass die bei ihren versprochenen Lieferzeiten bleiben. Aber wir dürften soweit sein, also es läuft alles. Ich fahre ja schon das Auto jetzt seit einigen Wochen. Die neuen Autos haben wir jetzt auch getestet. Also Barcelona wird sehr spannend. Ja, wir sind auf alle Fälle eh schon voll gespannt, logischerweise. Und bei euch hat es ja riesen, ich sage jetzt einmal, Veränderungen gegeben von der Fahrerseite her und auch vom ganzen Aufwand, so wie ich das hier. Ja, also es war für mich ein bisschen überraschend, wie es dann geheißen hat, dass die Maschanow und Bamanis nicht bei mir fahren mehr, weil im September, Oktober waren wir uns einig, dass wir gemeinsam weitermachen, weil sie eigentlich sehr zufrieden waren. Und dann haben sie sich anders entschieden. Das ist aber auch im Prinzip ganz normal. Ich musste halt dann im Dezember, Jänner überlegen, was wir in 2017 machen. Ich habe das mit meinen Sponsoren besprochen. Und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt viel investiert und sie wollen eigentlich, entweder machen wir ordentlich oder wir legen halt ein Entwicklungsjahr ein. Und dann war der Auftrag an mich sozusagen, einen entsprechenden Ersatz zu finden. Und da habe ich mich gleich an den Timo Scheider gewandt, eine Zeit lang mit ihm hin und her geschrieben und er war sich noch nicht sicher, wie es für ihn in 2017 ausschauen wird. Und in dem Augenblick, wo er mich angerufen hat, hat er gesagt, ja Max, es geht, ich kann Vollsaison Rallycross fahren. Ich habe gesagt, bitte komm sofort nach Wien, wir machen einen Vertrag. Habe meine Sponsoren angerufen und die haben gesagt, ja super, Timo Scheider kennen wir, passt, das ist der richtige Mann. Und der zweite Mann, Eriksen, ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt mehr mit seinem sensationellen Start, was er da letztes Jahr hingelegt hat. Der Kevin ist ein Naturtalent in dem Sport, kommt natürlich auch aus der Familie und es gab mehrere Kandidaten für diesen zweiten Platz für mich war klar, dass ich entweder wieder noch einen sehr guten, erfahrenen Weltrex-Fahrer nehme, die waren dann aber alle vergeben oder zu spät, kam dann auch einer nachher und gesagt, warum hast du mich nicht genommen, war aber leider zu spät und ich musste irgendwann eine Entscheidung treffen, auch wegen den Sponsoren der Kevin wurde mir dann eigentlich nahegelegt auch von meinem Coach, von dem Patrick Santel. Ich habe mir gedacht, das stimmt eigentlich. Der Kevin ist eigentlich ein absolutes Naturtalent. Ich wusste nur nicht, dass er nicht fahren wird. Und der Patrick hat mir das gesagt. Ich habe den Kevin gleich angerufen und gesagt, wie schaut es aus bei dir? Wärst du interessiert? Er war natürlich sehr interessiert. Dann ist er nach Wien gekommen und ich war extrem beeindruckt von ihm, von seiner Art für einen 20-jährigen Burschen. Ja, mit was für einer Klarheit, geradlinig, genauen Vorstellungen, wie das laufen soll, an die Sache herangeht. Und wir sind sehr schnell einig geworden, dass er unser, weil ich wollte einen jungen Fahrer als zweiten oder eben einen wirklichen zweiten Top-Fahrer. Nur, ja, die waren alle weg und damit eben ein junges Talent. Und wie du richtig sagst, er hat letztes Jahr ja genau gezeigt, was er kann. Weil das Überholmanöver war super, das sieht natürlich jeder. War aber viel Glück, dass das gut gegangen ist, aber das wirklich Top-Fahren kam danach, weil er hat mit einem nicht ganz am letzten Stand befindlichen Auto die gesamte Weltelite auf Distanz gehalten. Ja, und das hat mich extrem beeindruckt. Also da wusste ich, der Bursche kann es bringen. Vor allem für die Zukunft, muss man sagen. Ne? Also er ist sicher ein totales Talent und die beiden verstehen sich auch sehr gut. Wir sind bei den Testfahrten, haben wir genau gesehen, dass die beiden komplett entspannt miteinander umgehen, sich gegenseitig Empfehlungen geben, du bist der Tagegang, was machst du hier? Und ich glaube, das ist auch das Spannende dabei, dass wir einen Top-Rundstreckenfahrer haben und einen wirklich talentierten Rallycross-Fahrer und das ist eine perfekte Kombination für uns. Das Team ist besser, kann man es fast nicht wollen. Besser sein, ich muss das auch so sagen. Ja. War ja letztes auch ein bisschen meine Strategie mit dem Maschanow und Bamanis, auch ein erfahrener und ein junger und ist uns heuer genauso gelungen. Ja. Jetzt zu dir selber, du fährst ja auch einige Rennen, jetzt dieses Wochenende Auftakt für die ÖM und Zonenmeisterschaft. Was ist bei dir am Plan für 2017? Ja, es war für mich ein bisschen eine Frage, wie ich meine Saison angehen soll. Letztes Jahr bin ich ja teilweise Eurex und Worldrex gefahren, war aber sehr umständlich und alles organisatorisch für uns als Team sehr schwierig, wenn ich dann da als Teamchef auch dann noch mitfahren will bei diesen Rennen. Es ist einfacher zu organisieren. Und vom Spaß her ist es
das Gleiche, wenn nicht fast mehr, eben in der österreichischen Meisterschaft und in der Zone zu fahren. Und ich muss auch niemanden jetzt da großartig ein Weltmeisterschaftsniveau beweisen, das ich auch nicht habe. Ja. Ich habe viel zu spät angefangen damit. Und da habe ich meinen Spaß, da kann ich meine Rennen fahren und kann mich mit sehr guten Fahrern messen. Es sind ja sehr viele gute Fahrer in der Zone und in der österreichischen Meisterschaft unterwegs. Und da habe natürlich ein bisschen einen Vorteil mit dem Material. Aber die Leute, die dann mein Auto gefahren sind, haben auch gesagt, das muss man auch erst einmal erfahren, das Auto. Und insoweit bin ich vollkommen zufrieden damit und versuche natürlich, meine Titel wieder zu verteidigen heuer. Und das reicht für mich und macht mir auch genug Spaß. Vormittag hat es ja schon einen Big Moment gegeben für dich. Das Auto ist fast über die drüber geflogen oder über deines eigentlich. Ja, wie war das? Ja, es ist leider die Strecke zum Teil zu viel bewässert, zum Teil zu wenig. Und in dem Schotterteil gleich hinter der Startgeraden gibt es eine Stelle, die halt extrem rutschig ist und gleich danach ist es extrem staubig. Und ich habe den Karre vor mir dort hineinfahren gesehen und habe sofort gesehen, das geht nicht gut. Er ist in der Staubwolke verschwunden und ich fahre nicht blind. Das ist eine Grundregel von mir. Das sind die dümmsten Unfälle im Rallycross passieren, wenn die Leute blind fahren. Und ich mache das nicht. Sofort gebremst und bin links ausgewichen und dann kam schon das Auto geflogen. Also war nicht Glück, sondern ganz klar kein Risiko eingehen und genauso halte ich das auch immer. Es bringt nichts. Hat die gar nicht erwischt, nicht das Auto. Also, wenn ich nicht gebremst hätte, hätte ich ihn breitseits genommen, ganz sicher. Weil ich war ganz knapp hinter ihm dran, aber das zahlt sich nicht aus. Da wäre ich lieber am Platz weniger, ja, und mache dann meine Plätze wieder im Finale gut, als man fährt in den Splinter hinein, das tue ich nicht. Also wir von WeRace TV sagen vielen Dank für das Interview und wünschen natürlich dir, deinem Team, vor allem in der WM, aber dir persönlich natürlich auch viel Erfolg und viel Spaß vor allem. Ja, danke schön. Ich hoffe, deine Wünsche gehen in Erfüllung, weil genau das wünsche ich mir auch. Ja, danke. Max, vielen Dank. Alles Gute. Ja. Danke.